Also ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. So, Erzwaffen. Man darf halt nicht alles glauben, was man Bastardschwert oder zwei. Ich würde erst, glaube ich, erstmal ein Bastardschwert machen. Da kann ich am ehesten was mit anfangen. Aber wir speichern natürlich zuerst. Wohl, ich habe ja relativ viele Erz da. Hey. Nein. Meinst du, mir geht es besser? Womit denn? Womit denn? Ach, es ist nicht mehr warm genug. Ja, dann gebe ich erstmal die Quest ab. Drachentöter, ja, okay. Cool. So, leicht Drachenrüstung. Sehr schön. Das war noch schon vorher klar. War genau so, wie du sagst. Das ist doch alles mal geredet. Ich glaub, ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann sagen wir gerade mal Lee noch Bescheid, dass Ben wieder da ist. Ich wäre mir da nicht so sicher. Gibt's was Neues wegen Bennett? Weiß ja nicht mal, er scheint im Knast zumindest keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben. Klar. Gute Arbeit. Das ist doch lange bekannt. Ja, also mit denen, die werde ich mir später ein Event mal machen. Im Moment bleibe ich noch ein bisschen bei den Einhandwaffen. Ist das wirklich wahr? Meinst du, mir geht es besser? Da ist gerade Platz. Das hat er doch vorher gewusst. Naja, okay. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, Erzwaffe. Wir haben ihn natürlich doch. Bastardschwert. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Schwupp. Langsam nicht mehr, was ich glaube. Kräftig dazwischen. Da muss man so. Kräftig dazwischen. Ja, das ist ja auch nicht so verkehrt. So wie du sagst, Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hat sich das jemals ändert, wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ja gut, das macht halt. Das hat er doch vorher gewusst. Das hast du nicht gewusst. Ein bisschen mehr Schaden als die Claubilias. Dafür hat die halt den Bonus hier. Glaubst du wirklich daran, wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ist doch wahr. Das hat er doch vorher. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich wundere mich über das ist doch lange. Ha, aber gut, dann gehen wir vielleicht erstmal zum Kloster. Oder gehen wir die Dings platt hauen? Ja, wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Erzbrocken. Da können wir nochmal Dinger schmieden. Das passt. War es ja nicht mein letztes Erz, was ich jetzt hier ausgegeben habe. Ich schau mal. Du wirst so 5 oder 6 sein. Ja, noch 6 Stück. Hey, du. Ist was passiert? Du musst mir helfen. Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Ich weiß, ihr Söldner habt es nicht so mit der Nächstenliebe, aber ich würde es euch auch entlohnen. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte, hilf mir, mach, dass sie wieder verschwinden. Okay. Ach, da fällt mir ein, wir hätten ja die Dings noch mitnehmen können, den Stärketrank hier. Hi. So, Level up. Sehr schön. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dann haben wir hier mal ein bisschen für Ruhe gesorgt.
Oh, doch nicht. Sorry. Wollte dich nicht übersehen. Wer weiß. Ach, im 5. Kapitel, okay. Ich habe tatsächlich irgendwo Drachenblut schon gefunden. Ich habe schon eine Flasche Drachenblut. Ich weiß nicht mehr woher, aber auf jeden Fall habe ich's. Ja, ne. Passt ja. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Das hast du gut gemacht. Ona kann sich glücklich schätzen, solche Leute an seiner Seite zu haben. Nicht so schnell, mein Freundchen. Du hast doch was von einer Belohnung gefaselt. Oder soll ich mich da verhört haben? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Na, immerhin. So wenig war das ja nicht. Ah. Noch einer von der Sorte. Da ist er. Vier Erz plus 5 Drachenblut. Okay, dann brauche ich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Hallo. Du bist uns. Die wollen es jetzt aber wissen, die Kollegen. Ja, klar. So, was war denn eigentlich aufs Maul? Das haben wir gemacht. Der steht nur leider halt nicht mehr auf, der Herr Bulko. Achso, ich kann einfach die abgeben. Ich muss die nicht extra noch zerlegen. Wie es scheint. Wie weidet man die Schattenläufer aus? Das weißt du nicht? Oh Mann, ich hätte mehr von dir erwartet. Bring es mir bei. Also pass auf. Du erlegst den Schattenläufer und hältst sein Horn mit der rechten Hand so fest, wie du kannst. Dann stichst du mit deinem Messer in die Stirn und schneidest eine Furche in das Fleisch um das Horn herum. Zu guter Letzt hebelst du mit dem Messer das Horn aus seinem Schädel und steckst es dir in die Tasche. Tja, und dann bringst du es mir. Das wirst du doch wohl noch hinkriegen. Ich habe hier noch Schattenläuferhörner für deinen Händler. Gut, her damit. Besorge mir mehr. Wer weiß, wie lange der Stadthändler die Dinger noch haben will. Hier hast du deinen Anteil. Ah, okay, cool. Das heißt, dann sollte ich hier die Sachen auch bei ihm verkaufen. Das hat sich doch gelohnt. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, dann würde ich sagen, wir sagen hier, also gehen hier nochmal gerade Bescheid, dass jetzt ja auch der Hof wieder sauber ist. Oder beziehungsweise halt von Wolf bewacht wird.
dass Malik dann wieder zurück kann. So, tappeti-tap-tap. Da sitzt da, beziehungsweise steht da und schiebt sich erstmal einen Käse rein. Bengar braucht dich. Er will, dass du zu seinem Hof zurückkommst. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Solange wir auf dem Hof schutzlos leben müssen, bewege ich mich hier keinen Meter weg. Ich habe einen Söldner angeheuert. Er wird auf den Hof Acht geben. Das ist natürlich etwas anderes. Aber Moment mal. Wer bezahlt den Kerl denn? Das ist mein Problem. Keine Chance, Nein zu sagen, was? Nein. Gut, dann gehe ich zurück. Hoffentlich taugt der Junge was. Klar, ich kenne ihn noch von früher. Das passt. Ich überlege gerade, hatten wir nicht auch noch, oder gab es nicht auch noch einen Teleportstein zur Taverne? Oder täusche ich mich da jetzt? Na gut, dann sagen wir da oben gerade nochmal Bescheid, dass jetzt der Hof wieder bewacht wird. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen Wasser an XP abstauben. Nicht da dran hängen. Ist doch nur ein wenig Stroh. Na, wie sieht's aus? Hey. Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Hier, nimm dies. Ich denke, das kannst du gebrauchen. Malak ist wieder da. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde ihn nie wiedersehen. Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber die Situation hat sich kaum verändert. Wenn kein Wunder geschieht, werden wir hier alle noch zugrunde gehen. Ja, ja, das läuft schon. Kein Stress, kein Stress. Hey, du. Alles in Ordnung? Klar, alles ruhig. Sehr gut. Ja, dann können wir, glaube ich, tatsächlich mal wieder... Obwohl, warte mal, ich glaube, so weit ist das gar nicht. Ich glaube, das ist schneller, wenn wir von hier aus rüberlaufen. Zur Taverne und dann zum Kloster. Flachkörper. Ich glaube, da müssen wir erstmal nichts großartig schaffen. Ja, dann mal ab zur Taverne.
Zu unserem Kloster ging es, glaube ich, dann schon darüber, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Das war doch schon vorher klar. Ich werde mich da nicht einmischen. Ist das wirklich wahr? Das will doch keiner wissen. Nichts zu erzählen? So, genau da möchte ich gerne rüber. Auf geht es zum Kloster. Gra. So, mach's gut, mein Kleiner. Können wir es mit dir nochmal, wo du hast, glaube ich, nicht allzu viel zu erzählen, oder? Hey! Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Hey du, warst du schon mal im Kloster? Kann sein, wieso? Nehmen die noch Leute. Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Tja. Dann halt nicht. Wie ich sehe, sind die Gerüchte wahr. Welche Gerüchte? Dass du bei diesen Drachenjägern mitmachst. Naja, du warst noch nie ein Mann der Kirche. Dennoch kämpfst du für unsere Sache und das ist alles, was zählt. Ist das alles? Ich freue mich natürlich. Und so wie du rumläufst, hat bestimmt jeder Ork Angst vor dir. Es geht nicht nur um die Orks. Ich weiß, aber nichtsdestotrotz sind sie ein großes Problem. Du bist wichtig. Du hast den Schläfer besiegt. Wir alle werden deine Hilfe vielleicht noch einmal brauchen. Schon gut. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garond ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen.
Es ist wichtig. Es geht nicht. Pyrokar reißt mir den Kopf ab. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ohne Erlaubnis. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyrokar ist in der Kirche. Dankeschön, ich muss aber erstmal noch in den Keller und da Sachen klauen. Ich weiß nicht, warum man dir erlaubt hat, das Kloster zu betreten. Ich bin Parler und verantwortlich für unsere Novizen. Ich möchte nicht, dass du sie durch dumme Fragen von der Arbeit abhältst. Ist das klar? Das sind doch alles nur Gerüchte. Klar. Das will ich hoffen. Stellt sich das immer so einfach vor. Wo finde ich? Das liegt doch auf der Hand. Die Kellergewölbe. In der Mitte des rechten Säulenganges ist der Eingang zum Kellergewölbe. Wer erzählt denn sowas? Ich werde mich da nicht einmischen. Okay, mir muss ich erstmal nicht wissen. Mich brauchst du das hey, nicht zu fragen. Hey, du. Wie geht's? Ich danke Innos, dass ich hier im Kloster sein darf. Das ist doch nichts. Das ist doch schön. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Ich soll vielleicht mal eine Runde speichern. Vielleicht soll ich das auch mal nachts machen, oder? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hier gäbe es ein paar Truhen. Was hattest du da drin zu suchen? Ich wollte mal gucken, was da so abgeht. Ich was mitnehmen kann. Kann ich dir behilflich sein? Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Ich brauche ein paar Dinge. So, du hättest... verzauberter Stab. War nicht so das Wahre. Runensteine. Das ist doch nichts Neues. So, was gammelt ihr hier rum? Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Gut. Hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Wer hat das getan?
Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Na toll, das hat mir unglaublich viel gebracht. Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Ein käuflicher Söldner deines Schlages könnte uns in dieser Angelegenheit von Nutzen sein. Wen soll ich töten? Um Innos Willen, natürlich niemanden. Die Sache verlangt schon ein wenig mehr Feingefühl, du grober Klotz. Salandril, der Alchemist des oberen Viertels der Stadt, hat sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht und muss dafür bestraft werden. Doch er weigert sich, ins Kloster zu kommen, um sich verurteilen zu lassen. Bring ihn hierher. Wie du das anstellst, ist uns gleich. Du sollst natürlich auch dafür belohnt werden. Ist das nicht die Angelegenheit der Miliz? Die Miliz ist allein für die Stadt verantwortlich. Diese Angelegenheit hat weitreichendere Konsequenzen. Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Gut. Wir erwarten von dir in ein paar Tagen zu hören. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Naja. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Ja, das sollen die gerne machen. Stresst mich nicht großartig. Irgendwann muss das hier so kommen. Willkommen, mein Sohn. Wo kommst du her? Marduk, da hört wohl jemand Black Metal. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ich komme von den Höfen. Dann heiße ich dich im Namen der Gastfreundschaft willkommen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Missbrauche dein Gastrecht nicht, oder du wirst große Probleme bekommen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor. Ich hätte das nicht gedacht. Was ist das Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert, werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Das ist kein Geheimnis. Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Innos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Wir sind die Vertreter Innos. Die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Ich habe für so etwas keine Zeit. Okay, ja, muss dann Bescheid sagen, wo und wie das mitzunehmen ist. Dann schaue ich mal nach. Danke für den Hinweis.
Das liegt doch auf der Hand. Gibt es Neuigkeiten? Allerdings. Dem Feind ist es gelungen, einen Verräter in unsere heiligen Hallen zu schleusen. Er hat das Auge Innos gestohlen. Eines unserer wichtigsten Artefakte. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Am helllichten Tag. Das liegt doch auf der Hand. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Man erzählt sich ja so einiges. Bennett ist unschuldig. Der Zeuge hat gelogen. Woher weißt du das? Ich habe Beweise gefunden. Das ist manchmal glaube ich, dass Verrat und Gier unsere größten Feinde sind. Strafe ist gerecht. Wo ist der Dieb hin? Das weiß ich doch nicht. Er ist wie ein Besessener zum Tor gestürmt und dann verschwunden. Egal, wohin er sich verkriecht, unter welchem Stein er sich auch versteckt, Innos Zorn wird ihn treffen und seine schwarze Seele verbrennen. Was wird jetzt geschehen? Wir werden den Dieb verfolgen, egal wohin. Wir werden ihn zur Strecke bringen und seiner gerechten Strafe zuführen. Dazu müssten wir erst einmal wissen, wo der Dieb ist. Das werden wir schon herausfinden. Und wenn es auch noch lange dauern mag, wir werden ihn finden. Das schwöre ich bei Innos. Glaubst du wirklich? Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich nur Magier. Dann halt nicht. Guck mal, das ist doch eigentlich jetzt nicht geschändet, oder? Was suchst du hier? Ja, ich will hier beten. Na bitte, geht doch. Irgendwann muss das ja so kommen. Oh. Ich hätte das nicht gedacht. Liegt da einfach so ein Schlüssel rum? So, zur Bibliothek will ich nicht. Wer erzählt denn sowas? Ich möchte gerne zu den Katakomben. Hier geht's, glaube ich, runter. Dann schauen wir mal. Klopf, klopf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich brauche noch so einen Generalschlüssel, glaube ich. Wo ist denn der Hausmeister? Schön, wie hier direkt die Musik sich ändert. Das ist der heilige Hammer. Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innos-Kirche außerhalb der Reichshauptstadt. Erzähl mir was über den Schild. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Doch die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Hoba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Hoba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Hm. Okay, die Frage ist, gehst du hier auch mal weg? Den Hammer bräuchten wir halt schon. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Kehr doch selber.
So, dann pennen wir mal schnell. Ach stimmt, ich habe den Trank ja noch gar nicht getrunken. Hi. So, jetzt darfst du. Na bitte, geht doch. Ja. Ich muss ja auch mal noch schlafen. Geschwindigkeit brauche ich ja nicht. Ah ja. So, wie sieht's denn jetzt hier unten aus? Die sind ja eh alle noch irgendwie am Rumarbeiten. Ich fürchte fast, ich muss den umhauen. Hey! Erzähl mir das in den Mit. So, keiner gesehen. Ich weiß auch nicht, warum der Typ auf einmal umgekippt ist. Unkraut. Gab es hier nicht bei den Magiern eine Quest, dass man erstmal Unkraut jäten musste? Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Ist der hier irgendwo runtergesprungen? Dies Jahr ist er im Nebel verschwunden. Ich glaube, so viel weiter geht's hier nicht. Allerdings geht's hier, glaube ich, auch nicht mehr hoch, so wie das aussieht. Naja, sonst gibt es ja noch den Dings. Aber ich schätze mal, das ist so gedacht, dass er hier auch irgendwann irgendwie oder irgendwann wieder rauskommt. Und ich habe ja noch meinen Teleportstein, das ist ja auch kein Problem. Wo wir gerade schon mal dabei sind, ich glaube, dann kann ich tatsächlich mal noch einen Trank hier reinpfeifen. Vielleicht weiß er hier der Iskaron, wo der abgeblieben ist. Wir müssen einfach mal alle Söldner durchfragen. Na, Jorgen?
Nicht alle Söldner, alle Magier. Quasi das Gegenteil. Aber wo bin ich im Moment? Ich bin hier. Ja, hahaha. Und irgendwie muss ich ja noch zu dem Troll da oben. Um den mal platt zu hauen und das Fell zu kriegen. Okay, du kannst nichts Neues erzählen. Möge Inos allzeit über dich wachen. Mhm. Gut, dann kann ich jetzt ja eigentlich ja, zur Stadt. Ich muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Die Probleme habe ich kaum weitergehen. Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Ich weiß, du hast mit der Sache nichts zu tun, aber der Mord an dem Paladin hat die feinen Herrschaften echt aufgeschreckt. Wenn du einen Rat unter Freunden haben willst, verschwinde aus der Stadt. Zumindest für einige Zeit. Das höre ich zum ersten Mal. Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, es liegt im Ost. Wieso? Die traut's. Das hätte ich dir vorher sagen. So, das hatten wir alle schon mal. Was wollte ich hier jetzt eigentlich nochmal machen? Ah ja, den Hammer abgeben. Genau. Ja, Diego, dein Gold gehen wir auch noch irgendwann holen. Kein Stress. Aber jetzt habe ich hier erstmal wieder einige Aufträge zu erledigen. So, kann ich rein oder machst du Stress, wenn ich da reingehe? Okay. Was ist los? Hier ist der heilige Hammer der Magier. Ich bin schwer beeindruckt. Dir scheint es ja tatsächlich ernst damit zu sein, was? Hier ist dein Lohn. Gut, wenn das so ist, habe ich auch schon den nächsten Auftrag für dich. Vor einigen Tagen sind mehrere Gefangene aus dem hiesigen Gefängnis geflohen. Die Hundesöhne haben sich in die Berge verdrückt, irgendwo in Richtung Xardas neuen Turm. Der Name ihres Anführers ist Morgahart. Ich will, dass du ihn tötest. Geh und beeil dich, bevor sie über alle Berge sind. Okay. Was steht denn da drin? Der Weg des Kampfes, aha. Interessant. Ja, der weiß wahrscheinlich mehr als allen lieb ist hier, habe ich den Eindruck. Er weiß mehr, als er wissen sollte, aber dem werden wir ja demnächst mal ein wenig Abhilfe schaffen. So, hast du jetzt alles gebraten? Nö, bei weitem nicht. Achso, du bist einfach nur der Arbeiter, der unten rumgammelt. Dann mach doch mal.
So. Ja, ja, das stimmt. Das wäre auch noch eine Idee. Der verschwinde Kerl. So, haben wir zufälligerweise neue... Achso, du pennst ja. Ich dachte, wir hätten jetzt noch neue Fälle zum Abgeben. Erstmal nicht. Achso, Diego, hast du vielleicht... Du hast wahrscheinlich aber auch nichts gehört von dem... Nee. Passt. So, alles klar, Wollinchen. Dann schlaf gut. Danke fürs Reinschauen. Aufdringlich die immer sind. So, Psus Xardas ist ja auch nicht so weit. Wahrscheinlich haben die sich da wieder eingenistet, wo die anderen Banditen waren. Okay. Die sind auch geschändet. Eilsiedlerkrebs, ja. Wahrscheinlich gibt es da so spezielle. So spezielle. Wahrscheinlich wie TripAdvisor für Banditen. Welche Unterkünfte besonders gut sind. Hallo? Hi. Steck die Waffe weg, kluges Kerlchen. Ach, da bist du abgeblieben. Lass mich in Ruhe. Du bist doch nicht etwa gekommen, um uns zurück ins Gefängnis zu bringen, oder? Vielleicht ja schon. Ja, ja, genau, harte Schale, weiche Kern, das kommt ungefähr hin. Ja, oder die könnte halt in der Höhle sein, wo wir ganz am Anfang mal drin waren, da mit den... Mit den Dings. Mit den Wölfen und Goblins. Oh, ein Schaf. Welche Minenanteile? Ach so, okay, da müssen wir auch noch mal hin. Gut. In Ordnung. Irgendwo in Richtung sah das neue Turm. Ja, sind wir ja hier.
Ich glaube, wir pennen hier mal eine Runde. Bei Tageslicht lässt sich das doch alles viel schöner erkunden. Vielleicht freut sich ja auch Xardas. Achso, hier war, glaube ich, war hier ein Bett. Ich glaube, eine Etage höher. Vielleicht freut sich ja auch Xardas, dass das Auge Enos weg ist. Oder auch nicht. Ah ja. Hallo Bett. Na komm, dann reden wir erstmal mit Xardas. Xardas, da. Hey. Okay, das hat sich erledigt. Das war ein sehr ergiebiges Gespräch. So, dann sollten wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr sehen. Dann bin ich doch mal gespannt, wo sich diese verdammten Banditen umtreiben. Ich glaube, hier ging es rüber zu dieser Höhle. Das würde sich ja perfekt anbieten. Und wenn, können wir dann da unten mal noch ein bisschen jetzt aufräumen. Hier könnte es ja noch Truhen sein, die ich nicht geknackt habe, weil ich es nicht konnte, aber scheinbar waren die nicht verschlossen damals. Hier sind aber echt nicht so wirklich viele Viechers. Schauen wir uns doch mal hier um. Hier habe ich aber, genau, hier habe ich schon gelootet. Da wird wahrscheinlich irgendwo ein Keiler sein. Ah, du bist auch wieder da. Die Sache mit den Pflanzen für Konstantino hat geklappt. Ich bin damit an der Stadtwache vorbeigekommen. Na, sag ich doch. Du solltest eben ab und zu mal auf mich hören, mein Freund. Du siehst nicht gerade fit aus. Die Kopfschmerzen werden fast unerträglich. Und jetzt greifen mich auch noch ständig diese Echsenmenschen an. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Hat da jemand zu viel Drogen genommen?
So, was haben wir da? Wolf. In Ordnung. Der kann da mal weg. Da guck mal, da kommt mich eine Biene besuchen. Wie schön. Was haben wir hier? Ratten? Eine junge Riesenratte. Das ist eine mittlere Ratte. Hier scheinen auch keine Banditen zu sein. Jota. Sagt mir gerade nichts. Okay, dran ist auch nichts versteckt. Ha, ich glaube, das hier unten war jetzt nicht so erfolgreich. Und sonst ist hier scheinbar nichts, wie es aussieht. So, zwei weniger. Das wär's mit dem Tal hier. Na gut, fast. Okay, wo könnten die denn noch sein? Richtung Sardas Turm in den Bergen. So viel Abzweigung gab es ja da nicht wirklich. Dann gehen wir gerade nochmal zurück. Netterweise sind hier ja auch keine neuen Viecher gespawnt. So, danke fürs Mitgeben der Sachen hier. Gibt es hier noch irgendwo eine Abzweigung? Hm. Hier hinter? Oder ich rede nochmal mit den Flüchtlingen. Die haben ja irgendwas gesagt von wegen, ob wir sie ins Gefängnis zurückstecken wollen. Wir sollen eigentlich ja nur den Morgate töten. Oder wie auch immer er heißt.
Und der war halt nicht da.